ja meistens so, dass wir einfach nur reisen, ne, Tobi? Ja. Wir reisen nur, wir reisen. Nicht rasen. Und deswegen haben wir uns jetzt auch noch gar nicht so erkundigt, welche Fähre wir nehmen. Und da haben zwar Leute jetzt getroffen, die haben alles schon vorher gebucht. Und wir probieren das jetzt einfach mal so frei Schnauze, wie das funktionieren könnte. Erfahrung sammeln. Was ich ja so rausgefunden habe, ist, dass wir jetzt einfach mal nicht nach Tanga fahren, sondern nach Algeciras. Ich habe dann nochmal nachgeguckt und war der Meinung, nein, wir fahren lieber nach Tarifa, weil wir dann auf Marokko nicht noch so weit über die Autobahn fahren müssen oder so. Heute Morgen haben wir gesehen, ja, es ist doch günstiger auf, wie heißt das, ob wir jetzt denn hier oder da. Ja, also wir halten euch jetzt gleich mal auf dem Laufenden, wie das so funktioniert, ohne Planung zu erreichen. Ja, die werden ja wohl mal den Hafen ausgeschildert haben hier, wa? Da, Tikil Soita Tanga. 400 Meter, Vorsicht, Radfahrer auf der Autobahn, ne? Erstmal, ne? Die machen natürlich alle Werbung, wie bekloppt, das wird wahrscheinlich Carlos sein. Und das ist jetzt, wie soll ich sagen, soll man das machen oder nicht? Halt erstmal an. Halt erstmal an. Ups, erstmal. Der hat garantiert offen. Du glaubst ja nicht im Ernst, dass die Tickets verkaufen haben dann zu. Also was ich gefunden habe, ist, dass du am Hafen, im Hafen kannst du deine Tickets kaufen und die haben alle den gleichen Preis. So. Das machen wir jetzt. Obwohl, also hier kannst du Tickets kaufen. Ne? So. Und jetzt gucke ich erstmal, was die Adresse vom Hafen ist. Hier sind wir, da, und wir wollen jetzt einfach nur in den Hafen fahren. Und da gibt es eben die Terminals und da werden wir unser Ticket. So, wir haben jetzt das Schild schon gefunden zum Hafen, nach Ceuta oder Tangamet. Die nächste muss so raus wahrscheinlich. Also nachdem wie wir das jetzt besprochen haben, muss die nächste raus. Da ist der Hafen. Sind wir hier auf unserem Ticket-Terminal-Parkplatz angekommen. Und dann wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. So, ey, jetzt sind wir erstmal total voll durchgeschwitzt hier. Boah. Aber wir haben die Tickets. Und soll ich euch mal was sagen? Die waren 60 Euro billiger. 60 Euro billiger als im Internet. Nicht schlecht, ne? Okay. Hola. Hola. You look off YouTube. We are YouTube. 50. Und, achso, das, dieses Schild da. Ja, die nächste Hürde. Okay. So, Leute. Die nächste Station. Mit der fahren wir. Mit dem Ceuta-Jet. Die haben jetzt erstmal geguckt, ob wir da reinpassen. Das war, glaube ich, das anstrengendste gerade. Aber nicht für uns, für die. Ja, müssen wir mal gucken, ob das jetzt geht. Wir haben mal nachgerechnet, nachgeguckt und nachgefragt und Fotos gemacht. An 3-4 verschiedenen Stellen.
dir irgendwie helfen? Ich soll erstmal stehen bleiben. So. Ich glaube, wir kommen ganz zum Schluss dran. Das ist nur ein Auto. Da gibt es keine Autos mehr. Ja, die warten noch, wer weiß, ob wir noch gekauft haben. Ja. Der ist voll. Die werden uns so hoffentlich mitnehmen, oder? Schaffst du das? Ich würde das nicht schaffen. Okay, fahr. Ich muss rein. Stopp. Stopp. Hey, stopp. Stopp. Nein, Gott. Ich muss rein. Ich muss rein. Ich darf nicht filmen, aber die nehmen uns mit. Weiter? Ja, ja, immer. Gekriegt, ne? Ich soll nach oben gehen, ne? Ey, der hat richtig Angst gekriegt. Der jetzt hier? Ja. Ja? Die haben gepfiffen. Jo. Schön verzucht, ne? Wir kommen auf YouTube. Adios. So, was ist denn hier los? No entry to deck while... Oh, guck mal, hier kannst du erstmal Bier trinken. Nein, Jack Daniels. Whiskey. Whiskey in the jar. Boah, Leute, ey. Das war ja jetzt eine Aktion. Die Tickets sind aber unten, ne? Du hast ja auch alles abgeschlossen, ne? I hope so. Soll ich nochmal gucken gehen? Nein, nein, ich habe alles abgeschlossen. Bei mir auch? Ja, nee, habe ich nicht geguckt. Ich gucke vorher jetzt einfach nochmal. Wir hätten schon mal die Fenster putzen können, ne? Und da? Ich glaube, 6 oder 8 Leute um den Donker vorne rum am Handy so knipsen. So, und das war jetzt Ticketkauf und alles Mögliche ohne. Ohne Stress. Nee, ohne iPad und so weiter. Reine Intuition. Übrigens bei Conbilletes fahren sie alle erstmal falsch rein. Also Conbilletes heißt mit Tickets. Und die solltest du natürlich vorher haben. Ja, die Klappe geht hoch. Geht jetzt los. Oh,
Das Einzige, was wir jetzt nicht mehr haben, ist Akku.